Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Weißt du, was in Wahrheit der größte Verhinderer ist, der bis eben eine Chance hat, dich von deinem freien Leben abzuhalten? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Ich habe ein ganz spannendes Thema mitgebracht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Lieblingspodcast, den Sacred Conversations, Gespräche zwischen Mutter und Tochter. Größter Verhinderer, das sind unsere Zweifel. Darüber wollte ich mal mit dir heute sprechen, oder wir mit dir. Madeleine wusste bis eben gar nicht, über was wir sprechen. Ich habe sie überrascht. Und zwar, so simpel und einfach, wie solche Themen manchmal aufkommen. Wir haben heute Morgen am Strand gehockt mit Tee und Kaffee und da hattest du so erzählt, dass du dir mal Gedanken drüber gemacht hast, wo denn überhaupt die Gedanken herkommen, beziehungsweise wie lange es braucht, wenn ich jetzt den Impuls habe, die Tasse in die Hand zu nehmen, einen Schluck Kaffee oder einen Tee zu mir zu nehmen, bis die Handlung einfach kommt. Da können wir ja viel drüber philosophieren, aber das war so für mich der Reminder, mal darüber, über die Zweifel zu sprechen. Einer Mentoren hat auch mal immer gesagt, die Zweifel sind unsere größten Verräter. Und da ist ja natürlich auch was dran. So, wenn ich jetzt diesen Impuls bekomme, ich will jetzt einen Schluck Kaffee trinken, jetzt mal egal, wie lange das dauert, bis ich das tatsächlich ausführe, mache ich mir keinerlei Gedanken darum, über das Erlebnis, das ich daraus habe, oder ob das schief gehen kann oder nicht schief gehen kann, mache ich mir ja keine Gedanken. Habe ich ja zu Hause geübt schon früher als Kind, ne, wie man so eine Tasse zum Mund führt. Grundsätzlich habe ich ja den Impuls, ich will einen Schluck von meinem Kaffee trinken. Das ist ja der Impuls, der da ist. Und dem folge ich dann, ohne anschließend eine Gedankenkette zu haben, was passieren könnte, wenn. Ja, ich könnte die Tasse umschütten, ich könnte die Tasse nicht richtig zum Mund führen, was auch immer. Auf diese Idee komme ich doch gar nicht. Ich weiß, das klingt jetzt alles lächerlich und banal, aber ist letzten Endes doch so. So, jetzt habe ich einen Impuls, ich würde gern die Welt bereisen. Mein Impuls war ja früher, es gibt so viele schöne Orte auf dieser Welt, die möchte ich gesehen haben, bevor ich dann mal wieder weiterreise, in den nächsten Körper, wie auch immer. Das war mein Impuls. Was hat der Kopf dann gesagt? Das geht nicht, weil. Ne? Ganz viele Weils, kennst du ja vermutlich. Die Geschichten, die man sich dann erzählt, ich würde ja gerne, aber geht jetzt nicht, weil. So. Und diese Gedankenkette, da mal einen Cut zu machen und den Zweifler mal liebevoll in den Arm zu nehmen, rein von den Gedanken her, liebevoll in den Arm zu nehmen, Verständnis für ihn aufzubringen, hey, du willst mir jetzt erzählen, dass es jetzt nicht geht, weil, egal was nach dem Weil kommt, ich verstehe dich, das ist deine Aufgabe, ich drücke dich ganz lieb, aber ich lasse dich dann auch los und dann darfst du weiterziehen. Dann kann man sich zum Beispiel einfach vorstellen, dass der Zweifler in so einen Ballon, in so einen Heißluftballon, in den Korb vom Heißluftballon steigt und dahin schwebt und ich atme noch einmal durch und stelle mir dann selbst die Frage, wie genau will ich es denn jetzt haben? Weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Zweifel, die dürfen da sein, die kommen von unserem Stammhirn, das nun mal nicht outside the box gehen möchte, weil es da ja nicht weiß, was geschieht da, den Weg nicht kennt und. Und wenn ich so mal beginne, mit dem Zweifel umzugehen, indem ich ihn einfach mal überhaupt mal wahrnehme und nicht unterdrücke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und ihm dann sage, du, ich hab dich lieb, alles gut, aber ich lasse dich jetzt auch gehen. Und für mich hat immer so dieses Bild mit einem Heißluftballon, dass der tatsächlich in den Korb steigt und dann dahin fliegt und ich habe durchgeatmet und mir die Frage gestellt, wie genau hätte ich es denn jetzt gern und wie kann ich es mir möglich machen, in das freie Leben zu starten. Und dann werden wir merken, dass immer weniger Zweifel
eine Chance haben, uns zu hindern. Was nicht heißt, dass nie wieder Zweifel kommen. Ist ja nicht so, dass ich nicht immer mal wieder an irgendwelchen Dingen zweifle, vor allem wenn ich so total verrückte Ideen habe, wo der Kopf dann erst recht sagt, wie soll das jetzt bitte gehen? Aber gerade in dem Moment, sich selbst zu beobachten, das ist so die Botschaft, die ich mit dir teilen möchte. Schau mal, wo du bis eben den Zweifeln so einen Raum gibst, dass sie über dich herrschen, beziehungsweise wo du sie gar nicht wahrnimmst, weil du es unterdrückst. Und das führt ja dann letzten Endes auch oft im Leben zu noch mehr von den Situationen, die wir überhaupt nicht haben wollen, ja? Mhm. Achtung, Triggerwarnung. Deine Gedanken sind so frei, du kannst dich für Zweifel entscheiden. Du kannst dich aber auch dafür entscheiden, für das Glauben, für das Wissen, für die Überzeugung in dir. Du kannst dich dafür entscheiden, welcher Stimme du in deinem Kopf glaubst oder in deinem ganzen Sein, also auf dem Herzen. Weil es ist ja so, dass es so eine Stimme in unserem Kopf gibt, die so sagt, ey, sollte man nicht mal nochmal darüber nachdenken? Meinst du, das funktioniert? Oder guck mal, also erinnere dich doch mal bei dem, der hat das ja auch gemacht. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Und guck mal, Alter, der hat so eine Erfahrung gemacht. Also das möchte ich nicht, also ich möchte es nicht. Das kann ich mir auch sparen. Das sind so Reaktionen in unserem Kopf auf gewisse Impulse, die einem auch von unserem Herzen kommen. Und da ist es halt wirklich nur die Frage, wem glaubst du? Glaubst du deinem Herzen, das wirklich dein Bestes will, das dich in die Liebe führen will, in deine Erfüllung, in dein größtes Selbst? Oder willst du deinem Kopf, deinem Instinkt, deinem Ego oder wie du es nennen magst, folgen, das dich in Sicherheit wähnen will? Was an sich, ja, Sicherheit ist halt, ne? Aber trotzdem, da ist ja jetzt auch nicht unbedingt so die Sicherheit, weil die größte Sicherheit findest du ja auch in dir, in deiner wahren Essenz, in deiner wahren Liebe, aber die findest du halt nicht in der Komfortzone. Das heißt, du kannst dich dafür entscheiden, gehe ich für die Zweifel oder gehe ich für die Überzeugung, dass ich es schaffe, dass ich an mich glaube, gehe ich für die Liebe, gehe ich für mein Ziel. Und heute Morgen tatsächlich, jetzt unabhängig hiervon, ich wusste ja nicht, worüber wir reden, habe ich so über so ein paar Dinge nachgedacht. Hass gibt es, um dir Liebe zu zeigen. Dunkelheit gibt es, damit du das Licht wiedererkennst. Depression gibt es, um deine Lebensfreude wiederzufinden. Krieg gibt es, um den Wert des Friedens wieder schätzen zu lernen. Zweifel gibt es, um deinen Glauben an dich wieder zu reaktivieren, zu verstärken, zu vergrößern. Und selbst wenn du einmal gesagt hast, hey, ich glaube jetzt einfach nur noch komplett an mich, ich höre jetzt komplett auf zu zweifeln, kann es trotzdem sein, dass Zweifel nochmal wiederkommen. Vor genau 2 Jahren saß ich in Portugal auf einem Seminar und mit meiner Freundin, und wir waren beide so am Zweifeln irgendwie so an uns, weil wir gedacht haben, hey, diese Übung, die da unsere Seminarleiterin uns vorgegeben hat, wir haben da keinen Bock drauf, wir wollen das nicht machen. Wir saßen da, ich hab aus dem Fenster geguckt in den blauen Himmel, hab so die Blätter im Wind wehen sehen und hab zu ihr gesagt, du, was hältst du davon, wenn wir jetzt aufhören zu zweifeln? Wenn wir uns selbst nicht mehr in Frage stellen? Nur weil wir hier auf einem Seminar sind, für das wir 5.000 Euro ausgegeben haben und wo wir uns persönlich weiterentwickeln wollen, heißt das doch nicht, dass ich alles machen muss, was diese Mentorin mir sagt. Weil das sind ja auch nur Einladungen von ihr gewesen. Und wenn ich so stark in mir spüre, hey, das ist gerade nicht dran, ja, was soll ich denn an mir zweifeln und sagen, die Mentorin, die hat auf jeden Fall recht, aber ich Unrecht. Ja, dafür gehe ich doch nicht auf ein Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also auch bei uns, wenn du zu uns in Divinity kommst und irgendwie voll spürst, ey, das ist es halt einfach nicht. Wichtig, spür rein, ist es dein Ego oder ist es wirklich dein Herz? Das haben wir nämlich dann auch gemacht. Ist es jetzt gerade unser Ego, das das sagt oder ist es wirklich unsere Wahrheit? In dem Fall war es unsere Wahrheit, die Übung nicht zu machen. Wir hatten dadurch sensationelle Erkenntnisse, die durch die Übung eigentlich in Gang gesetzt werden sollten. Aber ja,
wir hatten das Ergebnis, was wir haben sollten, vom Leben aus bekommen, weil wir gesagt haben, hey, lass uns mal aufhören zu zweifeln. Lass uns doch einfach mal sagen, hey, so empfinde ich das gerade und ich vertraue mir jetzt, dass diese Übung jetzt gerade für mich nicht dran ist. Mhm. Und so kannst du Schluss machen mit Zweifeln. Und gleichzeitig kamen immer wieder Zweifel auf die letzten 2 Jahre. Aber ich habe mich immer wieder dazu entschieden. Ich habe mich immer wieder an den Moment in Portugal erinnert, wo ich in den blauen Himmel geguckt habe und gesagt habe, hey, wollen wir mal aufhören mit diesen Zweifeln? Ja. Wollen wir das jetzt einfach mal sein lassen? Ja. Zumal Zweifel ja nicht in unserer Natur angelegt sind. Mhm. Wir kämen ja, wenn wir es nicht mal übernommen hätten von anderen, vom Umfeld, in keinster Weise auf die Idee, an uns selbst zu zweifeln. Du als 3-jähriges Kind oder als 2-jähriges Kind, du wärst niemals auf die Idee gekommen, zu zweifeln, dass du etwas nicht kannst. Du hast es einfach gemacht. Und vor allem, was machen Kinder denn in dem Alter, wenn sie irgendwas haben wollen oder machen wollen und das Umfeld sagt, das geht nicht und vielleicht eine Begründung noch dazu oder nicht. Was machen wir als Kinder denn? Wir sagen, warum geht denn das nicht? Klar geht das. Wir kommen überhaupt nicht auf die Idee, an irgendwas im Außen zu zweifeln, geschweige denn unser Können in Frage zu stellen. Das ist noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich hier so wirklich ganz vehement dir heute ans Herz legen möchte. Hör allein schon aus dem Grund auf, an dir zu zweifeln oder beobachte dich noch mehr bei zweifelnden Gedanken, weil das sind alles Dinge, die du irgendwann mal in dein System aufgenommen hast, die überhaupt nicht deinem wahren und endlich großen Wesen entsprechen. Ja? Ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt noch. Und erlaub dir noch viel mehr, die Impulse wahrzunehmen, die aus der Tiefe deines Seins kommen, weil dein Herz, deine Seele, die wollen dich ja nicht aufs Glatteis führen. Du hast die Impulse, weil sie aus der Tiefe deines Seins kommen. Und je mehr du denen folgst und die Zweifel liebevoll wahrnimmst, mal kurz in der Vorstellung umarmst, in den Heißluftballon schickst und dann dürfen die ans universelle Feld, zurück zum Absender, wohin auch immer, und dann den nächsten Schritt gehst und immer wieder weiter den nächsten Schritt gehst und zu wissen, es ist auch nichts falsch, wenn noch mal ein paar Zweifel aufkommen, okay, ihr dürft da sein, dann wirst du so in kurzer Zeit sensationelle Ergebnisse in deinem Leben haben, so sensationell mehr dich auf den Weg deines Herzens begeben und so viele Türe und Tore sich öffnen, so viele neue Möglichkeiten sich ergeben. Und das zu wissen, da liegt eines der größten Erfolgsgeheimnisse. Und ja, was mir natürlich immer dabei bis heute hilft, klar, Menschen an meiner Seite zu haben, die dort sind, wo ich hin will, weil wenn dann mal ein Zweifel ein bisschen hartnäckig da ist, weil ich gerade so outside the box denke, ist es natürlich ganz gut, dass mir jemand sagt, der dort ist, wo ich hin will, alles gut, mit dir ist alles gut, schick einen Zweifel mal weg und mich darin bestärkt. Das ist außer Frage. Also den Zahn habe ich mir selbst mal schon vor Jahren gezogen, als ich so dachte, so jetzt ein Mentoring, ein Coaching und dann habe ich alles drauf, dann klappt alles. Jedes Mal, wenn ich das versucht hatte, so 2-3 Mal es alleine hinzubekommen, ich stand dann hier, das ging eine Weile gut und dann ging es immer mehr weiter hier in die Richtung. So ein schleichender Prozess war das. Also das ist das größte Learning, auch von mir, von den letzten Jahren. Immer jemanden an meiner Seite haben, der oder die dort ist, wo ich hin will, damit ich erst gar nicht vergesse, dass ich die Zweifel ja kann in den Heißluftballon stecken und sie davonfliegen lassen. Ja, das ist ja auch so ein großer, es ist einfach ein Prozess und es hat auch ganz, ganz viel damit zu tun mit dem Prozess des Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls, dass ich halt mir auch jemanden an der Seite habe, der mich darin bestärkt, erstmal diesen Weg zu gehen. Weil manchmal fühlt man sich ja auch so, als wäre man so allein auf weiter Flur und muss dann irgendwie gucken und dann denkt man sich so, oh, jetzt, ich höre jetzt auch mal auf mit dem Zweifeln, ich höre mir jetzt hier mal diesen Podcast an, höre das jetzt gerade so und denke mir so, oh ja, sie haben so recht, ich höre jetzt auch auf zu zweifeln, so jetzt reicht es mir auch. Ne? Und dann ist da auch so eine sehr klar, so eine große Klarheit, wo man dann auch wirklich sagt, okay, jetzt ist Schluss mit Zweifeln. Ich höre jetzt auf. Dieser Podcast, der hat mir jetzt gerade richtig gut geholfen. Und dann geht man so in die Welt raus, man macht so, man lebt so sein Leben weiter und auf einmal kommt wieder jemand mit so einem komischen Kommentar.
Und auf einmal sagt der Partner wieder diesen einen Satz oder so. Oder die Mutti, ne? Oder der Vati oder die Omi sagt dann auf einmal. Und schon bricht dein Kartenhaus wieder zusammen. Und du denkst, jetzt bin ich schon wieder am gleichen Punkt. Und ich komme irgendwie nicht voran und so. Und das ist halt so, wo ein Mentoring halt einfach so, so geil ist. Weil du hast dann jemanden an deiner Seite, der dich wirklich immer wieder erinnert. Und wahrscheinlich nicht mal nur den. Deswegen mögen wir auch so Gruppencoachings, wo viele sind, die auf dem gleichen Weg sind wie du, viele Gleichgesinnte, die dich dann auch wiederum bestärken, die den Raum für dich halten. Und dann kannst du rausgehen und dann hast du kein Kartenhaus mehr, sondern dann hast du ein robustes Haus an Selbstwert und an Selbstbewusstsein und kannst damit halt rausgehen. Das bricht nicht so schnell zusammen. Und es ist dann einfacher, halt seinen Weg weiterzugehen und sein echtes Selbstbewusstsein aufzubauen. Und im besten Fall entwickelst du dich dann halt auch so weiter, dass du dann nicht mehr abhängig bist vom Coach, vom Coaching, dass der dir dann sagen muss, dass du toll bist, sondern dass du in diesem Coaching lernst zu verstehen, dass du wirklich dein Anker bist, nicht der Coach. Auch wenn wir auch immer Coaches haben und immer wieder auf Seminare gehen und uns weiterentwickeln. Aber wir gehen vor allem dahin, wo wir lernen, dass wir selbst unsere eigene Sicherheit sind und nicht der Coach und nicht, okay, ich habe jetzt diesen Coach, aber was ist denn, wenn der weg ist? Ne? Sondern, dass du das wirklich so in dir selbst findest. Ja, ein Coach an meiner Seite sehe ich als Rückenstärkung und als Impulsgeber. Mhm. Der kann niemals für mich machen. Ich muss es selbst machen. Aber die Rückenstärkung zu bekommen, wie wir das ja auch als Kinder im Elternhaus bekommen haben, als wir anfingen, laufen zu lernen auf zwei Beinen, da haben wir ganz viel Rückenstärkung und Lob und Anerkennung bekommen. Hätten wir das in der Richtung durchs ganze Leben bekommen, dann hätten die Zweifel natürlich auch weniger eine Chance. Aber das ist ja nun mal meist anders gelaufen. Und so sehe ich auch Mentoren an meiner Seite. Und ich würde auch niemals im Coaching, im Mentoring meinem Gegenüber Ratschläge geben. Weil das kommt ja aus mir. Ich gebe immer Impulse, Anleitungen, schau mal so oder frag mal, wer spricht denn gerade mit mir, das kleine Ich oder das große Ich, damit mein Gegenüber selbst erkennt, ah, okay, so ist das, ah, okay, ja, sonst ich würde niemals jemandem was überstülpen. Das ist ja, das hat ja dann wiederum nichts mit Entwicklung und Entfaltung zu tun. In der Position sehe ich mich als Mentor an der Seite immer und in der Richtung sehe ich auch meine Mentoren und meine Coaches an meiner Seite als Impulsgeber. Und das ist so ein Segen, das ist wirklich so ein Segen, dass man da nie auf sich alleine gestellt ist, immer Menschen an der Seite zu haben, die da sind, wo man hin möchte. Das ist das Allerwertvollste, was ich mir die letzten Jahre gegönnt habe und immer wieder weiter gönnen werde, also definitiv, genau. Also bitte wisse, nicht nur, dass es Divinity gibt, dass du zu uns hüpfen darfst in Divinity und dass die Zweifel deine größten Verhinderer bis eben sind, wie du damit umgehen kannst, dass du sie einfach in den Heißluftballon stecken kannst, wahrnehmen kannst, mal kurz nochmal in den Arm nehmen und dann wegschicken und dass sie vor allem dir auferlegt wurden irgendwann. Warum auch immer, keine Bewertung, keine Beurteilung, nur wenn ich weiß, ich käme in der Natur von mir selbst niemals auf die Idee, an mir selbst zu zweifeln oder nicht an mich zu glauben und solche Dinge, das entspannt doch auch schon total, das zu wissen. Ne? Ja, genau. Also auch da nochmal so diese Entscheidung für dein wahres Selbst, für die Stimme in deinem Herzen, wir würden ja gar nicht vorankommen, wenn wir nur auf den Kopf und auf die Zweifel hören würden. Ich setze jetzt mal kurz Kopf mit Zweifel gleich und Ego. Wenn wir nur auf die Zweifel hören würden, okay, jetzt habe ich meine Tasse Kaffee hier stehen, aber was ist, wenn die umkippt? Was ist, wenn ich mir den heißen Kaffee überschütte? Oh je, oh lieber nicht, ne, wenn ich auf den Zweifel hören würde. Und ich sitze immer noch im Café und dann denke ich so, okay, jetzt möchte ich langsam heimfahren. Aber was ist, wenn ich einen Unfall habe? Oh, was ist denn, wenn jetzt jemand Böses auf mich zukommt und mich entführt? Ich bleib lieber mal hier sitzen. Du würdest ja gar nicht mehr wegkommen. Also, wenn wir es jetzt mal extrem ja, ist, so diese Gedankenkette, die haben wir ja gar nicht. Ja, so denkt ja keiner so wirklich. Also, ne,
wir würden ja gar nicht vorankommen. Und so fühlt sich's halt manchmal im Leben an, dass wir nicht vorankommen. Rate mal, wieso? Weil wir die Zweifel in anderen Lebenssituationen einfach zulassen. Herz sagt zum Beispiel, ich will mich selbstständig machen. Kopf sagt, oh shit, das ist aber unsicher. Weiß nicht, also guck mal, der hat das doch ausprobiert, bei dem hat das nicht so geklappt, ne? Lass es lieber sein. Ah, okay, dann lass ich es sein. Hey, ich bin so unglücklich hier in diesem Arbeitsplatz. Ich habe gar keinen Bock mehr, ey. Es reicht mir, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Denk da nochmal drüber nach. Und es ist ein Prozess, es ist auch ein Prozess, sich dieser Herzensstimme wieder anzunähern und vor allem zu verstehen, was ist denn jetzt mein Kopf, was ist denn mein Herz? Weil auch das Herz manchmal sagt, ey, ist gerade noch nicht dran mit der Selbstständigkeit, bleib lieber mal jetzt gerade hier, das ist gerade nicht wichtig. Nur weil alle anderen das machen, das könnte nämlich auch der Kopf sein, Fear of Missing Out, weil alle anderen das machen, dass man dann denkt, ich muss das jetzt auch machen. Nee, fang an zu unterscheiden, was sagt dein Kopf, was sagt dein Herz. Es ist ein Prozess, du spürst immer wieder rein, du kommst in Divinity, dort lernst du es insbesondere. Ansonsten, also gerade Divinity, Mentoring ist eigentlich nur ein Booster, um das Ganze einfach schneller zu haben. Weil es redet auch niemand davon, dass du das brauchst oder dass du das selber nicht kannst, weil du trägst ja alles schon in dir. Wir bringen dir in Divinity ja auch nichts Neues bei, sondern wir bringen dir einfach nur die Möglichkeit, wieder diese Rückverbindung zu dir selbst zu machen, dass du es halt selber verstehst und nicht, dass wir dir sagen, was dein Herz dir sagt, sondern dass du anfängst, diese Sprache deines Herzens zu lernen, wie einfach eine neue Sprache, die du lernst und also nicht zu lernen, sondern wieder zu verstehen, dich halt einfach zu dir zurück zu verbinden und Divinity ist da einfach nur ein Booster und kein du brauchst das jetzt, um zu überleben oder sowas, sondern du kannst das alles schon, du bist das alles schon. Wir erinnern dich einfach nur wieder daran. Oder wir erinnern dich nicht dran, wir sind die Einladung für deine Erinnerung. Genau.